Willkommen zurück bei Let's Play GTA San Andreas. In der letzten Mission, da haben wir einen Auftrag für Jizzy erledigt, war aber eine Syndikatsmission, die hier gestartet ist, also dich da drüben beim Pleasure Domes, bei seinem Puff da. Und wir sollten Straßenbarrikaden für einen Lastwagen zerstören, damit er sicher an seinen Zielort kommt. Und danach haben wir eine neue Crash-Mission freigeschaltet. Also wollen ja anscheinend Officer Tempany und Officer Pulaski was von uns. Da schauen wir doch mal rein und gucken, was wir für diese Halunken wieder tun müssen. Hey CJ, what's up? Hey, what's up, Jethro? Some cops are looking for you in the office, man. Champion. All right, man, I got it. Nice to see y'all kicking back. I wonder how your brother's sleeping. Curled up next to his shower daddy while you live comfortably on the outside. What y'all want this time? Well, what we want is to get on with our jobs in peace without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand. The press on ya? What the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work, that he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him up for us. And that Stooley, shut him up too! Yeah, there's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but we know the reporter's meeting him today. Take care of him! Oh, this is a nice place, Carl. Also, ganz ehrlich, Officer Tempany war doch gerade betrunken, ja, oder high oder so. Der war ganz schön komisch drauf, also komischer wie sonst. Wir sollen uns jetzt also hier erstmal das Scharfschützengewehr holen. Sehr schön. Und dann, der Reporter ist da am Bahnhof. Und ja, wir sollen ihm folgen, genau. Dieses Übersetzen ist ganz schön schwer, weil ich habe schon so viel englische Spiele und Filme und Serien, dass ich das einfach sehe und eben mir nicht mehr übersetzen muss. Wir sollen jetzt also dem Zug nachfahren und der Zug fährt bis San Fierro. Quatsch, in San Fierro sind wir, bis nach Los Santos. Und es ist ein ganz schönes Stück. Deshalb mache ich einen Schnitt und wir sehen uns gleich in Los Santos wieder. Bis dahin. Willkommen zurück in Los Santos. Nach circa 5 Minuten Fahrt waren wir endlich da. Es ist ziemlich nervig und es passiert halt einfach nichts. Ja? Man fährt halt nur diesen Zug danach und kann uns nicht mehr so Schwachsinn machen hier. Wird nach oben steigen und so. Mit Wheelies, weil einfach da einem dauernd Züge entgegenkommen und die einen umfahren. So. Ja. Der Reporter bereitet sich aufs Aussteigen vor. Ja, wir sollen von ihm wegbleiben, sonst wird er den warnen, also diesen Zeugen da, der natürlich auch nur Lügen über Officer Pulaski, ja, verbreitet. Wir haben schon $113.000. Schöne Geräusche. Das ist der Typ, oder? Jupp. So. Muss mal ein bisschen schauen, dass der einen nicht sieht. So sieht es eigentlich ganz gut aus gerade. So, und da oben steht er jetzt. Ja, der wartet für ein Taxi. Wir sollen uns bereit machen, ihm zu folgen.
promoted. Da kommt auch schon sein Taxi. Wenn das Taxi jetzt nochmal losfahren würde, wäre natürlich ein Traum. So. Und ihr seht schon, so nah dürfen wir hier gar nicht ran. Ah, jetzt eigentlich schon. Denn wenn sich die Leiste füllt, ist die Mission vorbei. Ist jetzt natürlich sehr schön, wenn er auch noch eine rote Welle erwischt. Warum sind in Amerika eigentlich die Ampeln waagrecht und nicht senkrecht? Ist doch total sinnlos. Oh, das hat schon ganz schön weit ausgeschlagen gerade. Temple Market, Downtown Glen Park. Glen Park, das haben wir ja in der Mission von Sweet. Dobermann war es, glaube ich, zurückerobert. Mhm. Das war dieser Park. Ja, fahr mich doch um. Da schließt sich der Kreis. Oh, der hat echt eine rote Welle erwischt. Meine Güte. Und wenn er grün hat, fährt er auch nicht. Halleluja. Schön, dass er jetzt bei Rot wieder weiterfährt. Da oben, da ist bestimmt auch irgendwas drauf. Weil da eine Treppe hochging. So, und wenn man jetzt nicht die hier reinfährt, sondern die nächste. Und dann gleich das Haus da auf dieser Kante, auf dieser Ecke da. Da ist nach einer relativ späten Mission im Spiel das teuerste Kleidergeschäft von San Andreas, wo man natürlich auch das beste Sexappeal mit den Klamotten bekommt, und da fängt so alles ab $10,000 oder so an. Ja, aber ist meistens Abendgarderobe, also nicht wirklich viel Cooles. So, er kommt ans Ziel, wir sollen die Distanz bewahren, bis er das Ziel trifft. Das machen wir doch. Und da vorne sind die beiden dann auch schon, die Wahrheit erzählen. Oh Gott, was war denn das gerade? Wisst ihr, da macht man eine Aufnahme und verkackt sowas von dermaßen. Hey, what was you saying? So. Hey, if you don't need it no more. Wenigstens hat er noch ein bisschen Geld dabei. Oh, wir haben sogar schon einen Polizeistand. Fährt uns um? Nee, der fährt eher seine Umgebung. Ne? Und dem uns gerade das Auto. Remember, heroes get killed. Und wie ihr auf der Karte seht, es ist wieder eine Syndikatsmission frei. Beziehungsweise ja frei geschaltet. Dann, ja, dann mach ich hier einen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder bei der nächsten Syndikatsmission von Let's Play GTA San Andreas. Bis dahin.